14. Dann los. Ach, 14. März habe ich gar nicht. So. 14. März bin ich in Hamburg. Na, bin ich ja gespannt, was du jetzt hier zelebrieren möchtest. Aber es ist halt eher so eine Bar. Und du bist schon was zurechtgelegt. Na schon. Ihr würdet Schlag gehen ohne mich, aber. Ich meine, wir sind vier Vereinsspieler, die spielen können. Das sind dann wieder. Also, wenn Sergei und Arik spielen, ist das überhaupt ein bisschen traurig, dass wir sogar ohne Arik. Und es ist halt. Dass wir ohne Arik. Das ging jetzt ja. Arik hatte. Von der hätte gerne gespielt, aber der musste in die Heimat fahren, weil das dann nicht mehr deswegen ist es auf jeden Fall anders. Ja, aber das ist doch jetzt das. Nee, doch? Nee. Na, läuft ja. Aber ist ja egal. Mal gucken, wie das die Stellung ändert. Mal gucken, wie das die Stellung ändert. Aber geh im Brett 3, wer ist denn das? Jan Suran. Ja, und Chen. Der war richtig gut. Einmal Reto Becker ist aufgestanden. Der ist auch hier. Der ist auch hier. Und dieser Jan Suran hat. Ich hab zwischendurch einmal in einer Situation habe ich gedacht, die haben Remis gemacht, weil ich dachte, die unterhalten sich. Weil er so mit ihm geredet hat, weil das heißt, der Gegner Brett und er hat irgendwie so geredet. Und ich so dachte, okay, wie krass ist das denn? Aber Polzin ist auch so. Ah, Polzin ist so eine Nummer für sich so. Rainer ist ja total nett, darum geht es ja gar nicht. Rainer ist aber einfach, der hat so eine krasse Mimik, dagegen war Kasparov. Witz war der. Ja, wirklich. Ja. Witz. Also, weil der alles preisgibt während der Partie, wenn er und das ist nicht geblöfft. Das ist nicht geblöfft. Nachdem. Ja. Nachdem ich eben. Wo ist Verlierer gegen? It was already Monday. Ja, er filmt für YouTube. Willst du spielen oder was? Nee, ich kann es nicht. Achso. Na dann. Geld. Also, ich kann es wirklich gar nicht. Also, er ist der Beste von uns gewesen. Er ist Schachgroßmeister. Ja. Hat er ganz gewonnen? Nee. Nein. Aber man kann ja auch nicht immer gewinnen, weil man der Beste ist. Das gehört ja auch dazu. Das gehört auch dazu. Du musst auch nicht unter verlieren sein können. Das ist der Power gedeckt. Er vereint einfach alle Eigenschaften. Muss alles. Alles muss. Du darfst nur nicht ans Verlieren gewöhnen, das ist wichtig. Was ist jetzt hier eigentlich? Ich fand immer das Beste der hängt. Bei Tempelhof, wie sie auf die Uhr geschaut haben. So, die haben ihre Köpfe, hier hängen. Ja, das ich behaupte das aber mal. Ja, die Einheitstraining gehabt in der Mannschaft. Ey. Ich meine, eigentlich sind auch bei meiner Partie gewisse Sachen, dass ich die dann eigentlich so nicht mache. Ich meine, das Ding ist zum Beispiel, also, wenn ich am Zug bin, hat man Gegner nicht seinen Kopf übers Kopf zu gucken. Das geht. Das war so eine mechanische. Oder ständig an der Uhr rumzufummeln. Das macht man nicht. Wo hast du denn gespielt? Betriebsliga, oder? Ja. Betriebsliga. Ja gut, aber ich meine, gegen den Großmeister kann man ja auch erwarten, dass er ein bisschen die Kette beherrscht. Achso, das war ein großer Film. Okay. Der Polzin, reiner Polzin. Achso, okay. Nein, aber das ist dann einfach, weißt du, hätte ich jetzt auch nur noch 5 Minuten gehabt, hätte ich was gesagt, glaube ich. Aber so, ich habe 20 Minuten. Und wie ist es ausgegangen? Ganz locker im gespielt. Weißt du, was das Geile ist? Ich habe ihn richtig geil reingelegt. Ich habe doch A3 gemacht, mache da Turm B3. Ja. So. Und dann mache ich B5. Nachdem er Turmstück A3 macht, ist schon Remis gestellt. Wieso? Das ist geil. Aber jetzt könnte ich D5 machen. Jetzt ruhig B4 Schach und könnte ich E4 sein Springer. Ja, okay, mach Turm A5. Das ist gut, dann könnte ich E4. Dann ist ein Springer, aber nach König E4 aber kann ich nach König C2. Achso, dann Turm steht 3. Nein, er hat doch gerade Turm A5. Ja, ohne Turm A5. Wenn du jetzt nochmal dran wärst. Ja, nein, wenn ich nochmal dran bin, dann jetzt stell mir einen rein. Die Stellung ist Termin nach König D5. Das ist richtig geil. Also ist plus 0,36. Ja, okay. Plus gleich. Mit der glatten Mehrfach. Was hätte der statt Turm steht dann rein? Nee, ich glaube, da ist es schon. Nach B5, also B5, das war halt, vorher war der Trick. Ja, und wieso hat er sich jetzt aufgeregt? Das kann er H6 ziehen. Nein, er hat sich. F6 wollte ich ziehen, aber schon bei 6 ziehen. Nein, er hat sich aufgeregt, weil wir mechanische Uhr gespielt haben. Das kann ich auch verstehen. Weil er meinte, er konnte nicht einschätzen. Ich habe mit einer mechanischen Uhr gespielt. Ja. In 2018. Ja. So was gibt's. Verrückt, was dich beschäftigt. Das gibt's ja nicht. So was gibt's ja. Bei uns ja. So haben wir den Kampf 3-3 gespielt. Ja, aber das, ja, aber das ist kein Grund, sich auszuprobieren. Nein, aber. Was willst du jetzt? Nein. Du willst einfach mal einen Turm angreifen, ne? Du hoffst, dass ich jetzt hier entziehe. Ja, zum Beispiel. Ist es Donnerstag? Nein. Zum Beispiel. Auch aufgeregt, weil er hat nämlich noch gesagt, er hat dann nämlich noch so, ja, hier mechanische Uhren und so, woraufhin ich meinte, ach so.
Weil ich habe nämlich gedacht, er hat sich aufgeregt, weil er die Pastis gewonnen hat. So. Aber ich meine, er kann ja auch vom Politverlauf her eigentlich gar nicht so unmöglich über das Remis sein. Also, ja. So. Und zum Beispiel die Reaktion nach E5, nachdem ich E5 war. Wirklich. Ja. Also ich hab's gesehen. Auch zu Recht, ja. Wie, du spielst ja auch, oder was? Ja, wir alle drei. In der Betriebsliga. Und auch. Ja, da gibt es Sergej noch. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Wer ist Sergej? Kalinic. Achso, okay. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du auch mal 1-2 Einsätze spielen würdest. Was für die wichtigen Kämpfe. Ich verstehe es auch nicht, aber... Ja, also, was, diese Betriebsliga... Es wird halt eigentlich gespielt und es gibt eigentlich... Aber du forderst mich heraus, ne? Ich meine, dann spielt man... Und außerdem, weißt du, das Ding ist, was bei uns auch nicht gut findet, ist... Läufer D8. Ich mag die Leute... Läufer D8. Du bist ein Fuck. Und müssen wir mal zeigen hier. A6 Läufer D8. Ich bin noch nicht mal funktioniert. Warum nicht? Ich bin ja vorher. Achso, weil ich ja beschlage, ne? Ja, ja. Aber ich will immer okay. Wir sind so diese ganzen ja die Fantasie im Schaffen. So. Die sind halt alle. Ja, die den hast du. Netzer oder was auch immer. Oder Josef Shapiro. Ja, Shapiro. Nein, ja, die sind nett alle. Aber mit denen unterhältst du dich halt nicht danach. Oder gehst nochmal irgendwie gemütlich was essen oder so. Machst du nicht. Und nein, und bei Müller und Schneider war das damals immer so. Und dann habe ich ja bei Gillette gespielt. Also nicht so viel. Da bin ich ja Gillette war ja top. Gillette oder was? Weil das ist mit Abstand die beste Mannschaft. Nachdem Müller und Schneider und Gillette haben sich immer gebettelt. Und dann hat Müller und Schneider quasi so ein bisschen zurückgezogen. Und dann sind alle von Müller und Schneider zu Gillette gegangen. Haben die gut bezahlt. Ja, aber okay. So, was ist hier los? Ha? Besser als Sie. Also ich habe theoretisch habe ich mehr. Kannst du, aber bist du froh? Immerhin bist du froh. Drei verbunden. Ja, aber noch nicht mehr lange, mein Lieber. Hier gibt's Hackmack. Hier gibt's Hackmack. Ja, ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen. Wir müssen aber alle ehrlich über Geld sprechen. Wir können gerne darüber sprechen, was wir kriegen. Aber dann müssen wir alle ehrlich sein. Eine Sekunde. Da müssen wir das alle mal. Ich krieg 50, wenn ich gewinne, und 40, wenn ich nicht spiele. Oder verliere. Okay. Ja. Er kriegt ein bisschen weniger wahrscheinlich, ne? Er kriegt genau. Achso, ich krieg 50, 40, 30. Ah, okay, ja gut, okay. Ja, Kalli kriegt auch 40, 40, 50. Kalli! Ja, das weiß ich. Deswegen hat er das schon gemacht. Und Ari kriegt ein bisschen mehr. Aber mal schauen. Er kriegt doch einen Huni oder nicht? Nein. Nein, ja, aber das ist ja egal. Alle ging es ja darum. Kindert, Matt! 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 Bette die Partie. Ja gut, du darfst nicht. Halt auch, den Springer so lange spielen. Vielleicht nicht der seltsame Springer, den wir überhaupt machen. Detlef hat Ari 3 Jahre lang, ob er für Senat ein bisschen weird. Und dann hat Detlef irgendwo nicht gefragt, ob ich für Senat spiele.